beschwöre niemals Herobrine in deiner Welt. Denn ich werde einen Seed ausprobieren, bei dem man das angeblich machen kann. Warum der böse Bruder von Herobrine auftaucht und was ein mysteriöses Bett damit zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. Okay, Freunde, wir geben jetzt auch gemeinsam den Seed ein. Einfach Herobrine, so geschrieben ist das Ganze sein. Und ich bin jetzt echt gespannt, was das Ganze hier wird. Deshalb erstellen wir einfach mal die Welt. Und Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal den Daumen nach oben da, wenn ihr dieses Video gut finden solltet. Denn wie gesagt, ich begebe mich auf die Reise, um heute Herobrine zu finden. Und das wird bestimmt verrückt. Okay, also wir sehen schon, wir sind hier in einer Welt. Also eine ganz normale Welt, sieht jetzt hier nicht außergewöhnlich aus, muss ich dazu sagen. Aber ja, vielleicht finden wir einige komische Sachen. Wobei die Mine, die ist auch sehr, sehr tief. Da sollten wir lieber nicht reinfallen. Also Leute, ich kann euch nur sagen, lieber lasst das Ganze. Beschwört Herobrine auf keinen Fall in eurer Minecraft-Welt, denn die kann selbstverständlich kaputt gehen dadurch. Ich bin jetzt auch schon so ein bisschen durch die Welt gelaufen und habe hier vorne ein kaputtes Portal gefunden, was ein bisschen komisch war. Denn das ist kein normales kaputtes Portal, denn wir sehen einfach mal, hier haben wir irgendwie so Item-Frames am Start, was ja eigentlich schon nicht ganz normal ist. Aber was jetzt hier drin steckt, ist noch verrückter. Schaut euch das mal an. Und zwar haben wir zwei Goldblöcke unten und dann so ein, ich weiß nicht, was es hier sein soll, um ehrlich zu sein. Ein Herobrine-Totem, hier nochmal irgendwie sowas und da oben wohl ein Lagerfeuer. Ich weiß nicht, was das Ganze bedeutet und ich habe auch gesehen, wir haben hier in der Kiste super gute Sachen. Die nehmen wir natürlich auch heraus, weil ich sehe nämlich, so eine gute Rüstung haben wir hier am Start und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, dann würde ich sagen, ich denke einfach mal, dass das wahrscheinlich eine Sache sein wird, die wir bauen müssen. Also so sah das zumindest für mich aus. Deshalb waren es hier einmal diese zwei Goldblöcke, dann dieses Herobrine-Totem, einmal Netherrack und dann oben noch Feuer drauf. Wir müssen uns einmal ganz kurz hier so ein bisschen hochmogeln. Aber es sollte dann auch eigentlich schon funktionieren. So. Warte mal. Habt ihr es oben links gesehen? Das stand ganz kurz, Herobrine ist im Spiel beigetreten. Und auf einmal ist hier Herobrine. Oh mein Gott, Leute, wir sehen hier wirklich, dass wir ein paar Herobrine-Signale am Start haben. Und tatsächlich ist es so ganz komisch, weil hier vorne läuft einfach mal Herobrine herum. Und wenn ich ihn anschaue, dann rennt er, glaube ich, nur weg, oder? Leute, aber wir haben doch ein Eisenschwert. Alter, er teleportiert sich immer wieder weg. So, ich habe ihn aber gleich. Der kann nicht mehr viel Leben haben. Schaut euch das an. Der ist gleich tot. Der ist ja gar nicht so stark, wie ich dachte. Ah, okay. Warte mal. Was ist das denn hier? Moment. Das ist aber nicht abgesprochen. Okay, Leute, warte mal. Was ist denn das hier? Komische Wolle haben wir gedroppt bekommen. Oh, lol. Lol, warte mal, was sind denn das für Schweine hier? Alter. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was sind das hier für Gestalten? Wir sehen diese ganzen Kreaturen. Hier, warte mal, die Schweine sind super schnell und haben einfach mal weiße Augen. Alter, wie schnell sind die denn? Ey, das ist der Wahnsinn, Freunde. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay. Das sind, glaube ich, anscheinend Schafe. Was schwebt denn da in der Luft herum? Irgendwas schwebt da in der Luft. Okay, also das sieht so aus wie so Slimes in ein bisschen kleiner. Ey, was ist das denn? Hier, schon wieder. Leute, ich werd verrückt. Okay. Wir lassen Herobrine erstmal jetzt hier aus den Augen, weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass Herobrine irgendwas Komisches in die Welt gesetzt hat. Was auch immer das hier sein soll. Hä, ist ganz, ganz merkwürdig. Nightmare Herobrine steht oben. Albtraum Herobrine. Oh, warte mal. Was ist das denn jetzt hier? Herobrine hat einfach mal einen Albtraum Herobrine in die Welt getan. Ey, Leute, warte mal. Ich will erstmal gucken. Okay, hier haben wir noch mal ein paar Sachen in der Kiste gefunden. Sehr, sehr gut. Schuhe haben wir noch gebraucht. Sehr gut. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt nur, was hat das Ganze hier auf sich? Jetzt ist Herobrine Nightmare, also Albtraum Herobrine, wieder weg. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wir sehen auf jeden Fall, anscheinend hat das Dorf... Was ist das hier, Leute? Ich verstehe das nicht. Was können wir denn mit dieser Wolle machen? Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mir einfach mal ein Bett. Das müsste doch eigentlich eine normale Wolle sein, oder? Das steht jetzt zwar Cursed Wolle, also so ein bisschen verfluchte Wolle. Ja, aber ich meine, ob ich jetzt verfluchte Wolle nehme oder normale Wolle, spielt doch eigentlich an sich gar keine Rolle, würde ich mal behaupten. Deswegen, ich würde sagen, ich nehme einfach mal diese Wolle jetzt, mache mir ein Bett und dann können wir vielleicht morgens nachschauen, was das Ganze hier auf sich hat. So, dann würde ich sagen, das hier sieht doch gar nicht mal
so verkehrt aus hier. So, einmal ganz schnell hier so ein Crafting-Table machen. Zack. So, dann machen wir uns einmal jetzt hier dieses Bettchen und verfluchtes Bett. Das ist aber kein normales Bett. Das ist merkwürdig. Ich würde sagen, ich platziere einfach mal das Bett und gehe schlafen. Hä? Gute Nacht steht da? Was ist das denn hier für ein Bett? Und warum... Was ist das denn gewesen? Das sah aber nicht aus wie Herobrine. Ich töte ihn jetzt. Alter, der sieht aus wie so ein verfluchter Herobrine. Oh mein Gott, der kam einfach mal aus dem Bett heraus. Alter, wie viel Leben hat der denn? Ich hau da doch wie schon ein Verrückter drauf. Mein ganzes Eisenschwert geht schon fast drauf. Aber er tut auch nichts. Guckt euch den an. Ich mach mal schnell den Raum jetzt zu, bevor er abhaut. Er tut auch nichts. Nee, 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 Kollege, du haust hier nicht ab. So, wir haben ihn. Was ist das denn? Ich sehe dich in deinen Träumen, sagt er. Hat er uns geschrieben. Habt ihr es gesehen? Und hier ist noch so ein Bett drin. Schon wieder gute Nacht. Leute, was ist das aber auch für ein komisches Bett? Und da ist er schon wieder. Okay, Leute, aber wir konnten ja bereits feststellen, der scheint ja gar nicht so stark zu sein. Deswegen würde ich ihn jetzt einfach noch einmal umbringen. In der Hoffnung, dass er uns jetzt nochmal eine geheime Botschaft oder so mit auf den Weg gibt. Aber wir sind sogar Level 31. Oh mein Gott, und er sagt schon wieder, wir sehen uns in deinen Träumen. Und er hat einen Kopf gedroppt. Er hat einen Albtraum Herobrine-Kopf gedroppt. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen gruselig hier, das Ganze. Deswegen, ich würde eigentlich sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde schlafen, weil irgendwie habe ich das Gefühl... Ja, Villager, du musst dir jetzt ein anderes Zuhause suchen, ist mir komplett Latte. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Träume... Also, er hat ja gesagt, hab gute Träume, so nach dem Motto. Aber hat das Ganze auch eine Bedeutung oder will er jetzt nur so ein bisschen damit blöffen? Da bin ich jetzt auch mal besonders gespannt drauf. Okay, also wir sehen jetzt, es ist auf jeden Fall ein neuer Morgen und auch die Kühe haben weiße Augen. Alter Schwede, warte mal. Aber die Kühe, die droppen ganz normal noch Fleisch. Okay, jetzt nichts anderes droppen die zumindest. Ist ja schon mal gut zu wissen so an sich. Okay, aber Freunde, ich muss auch sagen, was mich immer noch so ein bisschen irritiert, sind diese ganzen komischen Gestalten, die auf einmal, seitdem ich Herobrine beschwört habe, in der Welt herumlaufen. Da wäre zum Beispiel einmal das hier, was auch immer das hier sein soll. Sieht ja so aus wie so ein Herobrine-Kopf, würde ich sagen. Und schaut euch das mal an. Ich habe auf einmal hier vorne so ein Haus gefunden. Irgendwo mir, nirgendwo, als ich ein bisschen weggelaufen bin. Was ist das denn hier? Das sieht aber nicht aus wie eine normale Jukebox. Das ist auf jeden Fall eine Jukebox, aber so ganz folgen... Was soll das hier sein? Es passiert auch irgendwie nichts, wenn ich da draufklicke. Aber vielleicht kann ich die ja zumindest mitnehmen. Warte mal, wir probieren das. Was war das denn jetzt? Ich hab's abgebaut und auf einmal wurde das zu Seelensand. Und warum wird jetzt wieder Nacht? Okay, Leute, also so ganz schlau werde ich jetzt hier gerade nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt wollte ich gerade rauslaufen und schaut euch mal an, was hier wieder vor der Tür liegt. Diese Betten schon wieder. Leute, wartet mal ab, wartet mal. Ich versuche jetzt mal das Bett hier zu platzieren. Und vielleicht mal drin zu schlafen. Funktioniert das? Und ich kann nicht drin schlafen, egal was ich mache. Aufwachen steht hier. Okay, aber irgendwie schlafen kann ich anscheinend in diesem Bett nicht, egal was ich mache. So, wir sehen hier, ich kann immer wieder nur diese Herobrines beschwören, die aber irgendwie so gar nichts machen hier in dieser Welt. Also muss ich sagen, da fand ich den anderen Herobrine ja schon ein bisschen gruseliger. Hä, was ist denn da so hell? Feuer? Und da ist schon wieder Herobrine von vorhin bereits. Alter, der Typ. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir diesen Herobrine töten. Das würde mich auch nochmal interessieren, weil wir haben es ja vorhin nicht hinbekommen, Herobrine zu töten. Aber irgendwie muss man nicht dazu sagen, Herobrine ist außergewöhnlich schwach. Also normalerweise habe ich Herobrine viel, viel stärker in Erinnerung. Aber der schaut uns ja wirklich, er guckt uns nur an und lässt sich schlagen. Also er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da vorne ist er, da vorne ist er. Er hat sich sogar selbst angezündet, so lost ist er. Schaut euch das mal an. Herobrine ist maximal lost. Okay, aber mich interessiert natürlich, was passiert jetzt genau, wenn wir es schaffen, Herobrine zu töten? Und wir sehen, es ist noch nicht vorbei, sagt er zu uns. Okay. Okay, aber... Was heißt denn das jetzt genau, dass es noch nicht vorbei ist? Ich meine, die paar Mobs... Guck mal, nein. Das, war das eine Falle von Herobrine oder was? Hilfe, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh Gott, ich wäre fast erfroren. Ich wäre fast erfroren, Freunde. Alter, ob das jetzt hier eine Falle von Herobrine war, kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Schweine ja auch zum Beispiel ganz normal aussehen. Was heißt denn das genau? Es ist jetzt noch nicht vorbei. Also ich muss sagen, so ganz verstehen tue ich das nicht. Oh nein. Wir sehen einfach mal, Herobrine ist wieder zurück und er hat einfach mal das ganze Villager-Dorf hier in Lava gesetzt. Ich denke mal, das meinte er vorhin mit, es ist noch nicht vorbei. Okay, Leute.
Jetzt ergibt alles einen Sinn. Aber die Frage ist halt, wo ist Herobrine schon wieder? Hey, kann das sein, dass Herobrine vielleicht unbesiegbar ist? Ich meine, er taucht ja immer wieder auf und irgendwie, egal ob ich ihn töte oder seinen Bruder töte, er spawnt immer wieder aufs Neue. Und so ganz verstehen tue ich das nicht. Jetzt hat er anscheinend das Haus oder die ganzen Häuser hier in unter Lava gesetzt. Aber wo ist der denn? Das kann doch nicht wahr sein. Der muss hier irgendwo sein. Wir sehen ja hier oben diese Herobrine-Schrift, aber irgendwie kann ich ihn gar nicht finden. Hier vorne? Ich höre ganz viel Schaden. Was ist das hier? Ist das Herobrines Bruder schon wieder? Und jetzt ist irgendwie die ganze die Schrift schon wieder verschwunden. Also wir merken, dass Herobrine irgendwie hier ganz, ganz merkwürdig spielt. Also mal ist er da, mal ist er nicht da. Er versteckt sich aber auch so gar nicht. Also eigentlich kennen wir das so von Herobrine, so dass er sich wirklich versteckt und dann versucht, aus dem Hinterhalt einen anzugreifen. Ich muss sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Keine Ahnung, Freunde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Herobrine-Seed haltet. Ich finde ihn sehr verwirrend, aber lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür mehr solche Videos. Bis dann und ciao.